Namaste, schön, dass du hier bist. Mein Name ist Vanessa, ich bin Yogalehrerin und Ayurveda-Masseurin. Und in diesem YouTube-Video geht es um das Vata-Dosha. Das ist eine der drei Grundenergien im Ayurveda, aus der ayurvedischen Lehre. Ich habe auch ein Einstiegsvideo in die ayurvedische Lehre bereits hier hochgeladen, also falls du komplett neu zum Thema Ayurveda einsteigst, dann schau dir vielleicht zuerst das Video an, da spreche ich so ein bisschen darüber, was Ayurveda ist und erkläre auch schon mal grob die drei Grundtypen. Die Intention jetzt meinem Videos hier über das Vata-Dosha ist es, dass ich dir noch ein bisschen einen exakteren Eindruck darüber geben möchte, wie sich das Vata, die Energie des Vatas in deinem Leben manifestieren kann. Wie du feststellen kannst, wie viel Vata du in dir trägst, welche Qualitäten Vata auszeichnet und mit welchen Herausforderungen und auch körperlichen Beschwerden eine Vata-Energie oder ein Vata-Mensch oftmals ja, zu tun hat in seinem Leben. Und dann möchte ich dir wirklich auch noch Tipps an die Hand geben, wie du dein Vata ausgleichen kannst, falls dein Vata sehr hoch ist. Und ja, Vata ist die Energie der Bewegung, die Elemente Luft und Raum sind hier sehr präsent in diesem Dosha. Und da möchte ich dir wirklich Tipps konkret an die Hand geben, wie du gut dein Vata regulieren und in Balance bekommen kannst. Und vor allem ist es auch meine Intention, dass du dich einfach besser kennenlernst, dass du schaust, selbst wenn du jetzt merkst, du hast gar nicht so viel Vata in dir, dann dir vielleicht die anderen Videos anschaust zu den anderen Doshas oder vielleicht dann auch einfach beobachtest, aha, okay, ich habe jetzt nicht so viel Vata in mir, das auch einfach mitnimmst. Und das Spannende ist, dass du nicht nur dich selbst besser kennenlernst und auch so siehst, wie entscheidest du dich zum Leben, wie verhältst du dich, nein, du lernst auch deine Mitmenschen kennen, denn das finde ich das super tolle an Ayurveda, denn es gibt ja auch einen Aufschluss daran, du wirst auch daran, an dem Verhalten, an den Bewegungen beginnen, Menschen zu beobachten und zu sehen, aha, wow, der hat viel Vata in sich gerade. Du wirst auch so zum kleinen, ich sag's mal, Detektiv werden und dann sehen, ah, okay, der hat jetzt vielleicht besonders viel Vata, vielleicht wird ihm jetzt auch das und das gut tun, um das so ein bisschen runterzufahren und wirst vielleicht auch so ein bisschen verständnisvoller mit anderen Menschen. Das ist auch meine Intention. Und zwar, das dann nicht auch immer direkt verurteilend zu sehen, wie sich andere Menschen verhalten und auch nicht immer konkret Tipps geben zu müssen, sondern einfach mal zu sehen, ah, okay, ich kann das verstehen. Manchmal bin ich auch in dieser Energie und das schafft auch ganz viel Frieden in Beziehungen, Partnerschaften, mit den Arbeitskollegen, in der Familie. Einfach mal jemanden so sein zu lassen, wie er ist. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich so durch das Ayurveda mir so gut eingeprägt habe. Es geht wirklich nicht darum, uns immer so stark zu verändern, sondern wirklich unsere Stärken zu leben, unsere Einzigartigkeit zu leben und diese auch zu zeigen. Denn jeder von uns hat seine einzigartige Energie. Das sind ja alles nur, sage ich mal, grobe Beispiele, wie man sich selbst besser kennenlernen kann, andere Menschen besser kennenlernen kann. Aber im Endeffekt hast du deine ganz eigene Energie. Du kommst schon mit deiner eigenen Energie auf die Welt. Schon bei der Zeugung wird auch deine Grundkonstitution im Ayurvedischen festgelegt. Das hat damit zu tun, ja, welche Elemente tragen deine Eltern in sich und zu welchem Jahreszeitpunkt ist es Sommer, Frühling, Herbst, Winter wirst du gezeugt? Ist es ein warmer, ein kalter Tag? Ist es Tag oder Nacht? Da spielt so vieles mit rein, was sich dann auf deine Grundkonstitution auswirken kann. Und wichtig ist es dann auch, deine Konstitution verändert sich auch in deinem Leben durch deine Lebensumstände, durch das, was dir geschieht, dein Umfeld, Klima. Da gibt es so viele Dinge, die das verändern können und das Wichtige ist, dann wieder im Moment hier und jetzt anzukommen und auch hier und jetzt anzusetzen und zu schauen, welches Dosha ist einfach gerade hoch und wie schaffe ich es, das Dosha zu regulieren.
Das finde ich das Wunderschöne am Ayurveda. Und ich freue mich, wenn du hier bist. Wenn dir meine Videos gefallen, freue ich mich super, wenn du mir einen Daumen hoch gibst und meinen Kanal abonnierst. Und jetzt möchte ich auch schon tiefer einsteigen in das Vata Dosha, die Vata-Energie. Es ist die Energie des Künstlers, des Freigeistes und des Kreativen. Vata-Menschen sind oft sehr zierliche Personen, sie haben sehr dünne und leichte Knochen, sind oftmals entweder sehr kleine oder sehr große Menschen, sie wirken oftmals schlaksig und Vata-Menschen fällt es auch eher schwer zuzunehmen, ehrlich gesagt, und sie nehmen in stressigen Phasen ihres Lebens auch wirklich schnell ab. Das liegt zum einen daran, einfach an ihrer Konstitution und auch, weil sie dieses Bewegungsprinzip in sich tragen und sie tendieren auch in stressigen Phasen dazu, sich viel zu bewegen. Sie tendieren eh dazu, viel so von einem zum nächsten zum Rennen und hier noch einen Termin, hier noch jemanden treffen und da ist dann immer so ein bisschen auf dem Sprung. Deswegen fällt es ihnen auch leicht abzunehmen. Und auf der anderen Seite vergessen sie auch manchmal zu essen. Sie essen also relativ unregelmäßig, haben auch einen unregelmäßigen Appetit, verspüren vielleicht manchmal gar nicht so den Hunger. Wobei es halt gerade für die Vata-Menschen wichtig ist, dass sie sich regelmäßige Essenszeiten einplanen, um dann wirklich auch mal zur Ruhe zu kommen, mal wirklich sich auch Zeit zu nehmen, das Essen richtig zu kauen, mal kurz durchzuatmen, weil sie halt oftmals so hier überall sind und nirgends aber so richtig. Und sich so halt auch wirklich dieses zerstreuende Prinzip, sich überall so ein bisschen zu verstreuen, dazu tendieren schon Vata-Menschen. Und ja, sie reden auch schnell, sie bewegen sich schnell im Vergleich zu anderen Typen. Und sie schlafen auch unregelmäßig. Also sie schlafen weniger wie andere Typen und wachen auch nachts oftmals auf. Vata-Menschen oder mit einem hohen Vata, die haben auch oftmals Verdauungsprobleme, also in Form von eher Verstopfungen, einen Blähbauch, haben viel Luft in sich. Und das liegt auch am Prinzip der Trockenheit. Also trocken ist ja so ein Attribut für Vata. Und sie tragen wirklich das dadurch auch in der Verdauung mit, dass halt es manchmal nicht so gut fließen kann. Wichtig dann auch wieder hier gut drauf zu achten, viel zu trinken, morgens direkt schon was zu trinken und das so ein bisschen mit in den Tag zu nehmen. Vata-Menschen sind auch also fühlen sich am besten wohl in einer warmen Umgebung. Also ihnen wird auch schnell kalt. Kalte und trockene Witterung tut ihnen nicht so gut. Und so der Frühling und der Sommer, das sind so denen ihre Lieblingszeiten, da fühlen sie sich auch am wohlsten. Ja, ansonsten von der Sexualität, da möchte ich noch kurz eingehen, sind die Vata-Menschen oftmals die Menschen, die einen Hang dazu haben, eine starke sexuelle Aktivität zu haben und auch dazu neigen, übermäßigen Sex zu haben. Also, wenn du dich da wieder erkennst, es muss nicht unbedingt immer nur was mit Vata zu tun haben. Kapha kann davon teilweise auch beeinträchtigt sein, aber da einfach mal zu schauen. Genau, jetzt gehe ich als erstes mal auch noch so ein bisschen auf die Vata-Qualitäten ein. Wie Vata-Menschen oder Menschen mit einem hohen Vata haben einen sehr raschen Verstand. Sie haben eine hohe geistige Flexibilität und sie sind auch sehr kreativ. Das kommt auch dadurch, dass sie so gut diese Flexibilität leben können. Und sie haben auch ein sehr gutes Vorstellungsvermögen, eine schnelle Auffassungsgabe und sie sind auch wirklich bereit, sich gerne zu verändern und sie lieben die Veränderung quasi. Vata-Menschen dürfen eher so ein bisschen aufpassen, sich nicht zu viel verändern zu wollen und eher ein bisschen daran arbeiten, Beständigkeit ins Leben einzubauen. Routinen sind für Vata-Menschen wirklich ein wichtiges Tool. Sie mögen keine Routinen, das ist so ein bisschen das Problem, weil
sie halt diese Flexibilität und die Spontanität mögen, was ja auch super schön ist. Aber es fehlt dann manchmal so ein bisschen an der Stabilität, an der Erdung. Es sind halt sehr luftige Menschen, haben oftmals super viele Gedanken im Kopf. Es kann auch zum Gedankenkreisen hinführen, dass wirklich übermäßige Gedanken im Kopf sind, und dann ist auch Meditation eigentlich wirklich sehr gut für Vata-Menschen. Mögen sie halt auch nicht so gerne, sich dann hinzusetzen, weil sie halt das Prinzip der Bewegung in sich tragen, gerne hier und dort sind und ja, so ein bisschen durchs Leben rennen manchmal. Sie handeln auch sehr schnell und impulsiv. Also Vata-Menschen dürfen auch eher mal ein bisschen dazu tendieren, weil sie sind so schnell begeistert. Hören sie von einer neuen Idee und sagen so, ja, da bin ich mit dabei, ja, habe ich total Lust drauf. Aber sich vielleicht mal eher so in den Spielraum einzunehmen. So, ja, finde ich interessant, aber dann vielleicht nochmal wirklich drüber nachzugehen, denken, bevor man in eine Sache einsteigt, kann Vata-Menschen wirklich sehr viel helfen. Ansonsten ja, neigen sie halt schnell zu so Schnellschüssen. Sie sind aber auch wirklich sehr liebevolle Menschen, also auch sehr einfühlsam. Also sie haben eine hohe, hohe Sensibilität. Also sind sehr sensibel, feinfühlig, spüren schnell, was in anderen Menschen los ist. Ja, sie haben halt auch so diesen lebhaften Geist, dieses Lebhafte in sich. Dadurch sind sie aber auch schnell erregbar. Also die fahren auch schnell mal einfach aus der Haut, weil sie irgendwas gerade stört, aufregt und sind dann auch einfach mal schnell wieder weg. Also sind auch oft mal ein bisschen schwer greifbar. Vielleicht kennst du es auch von dir selbst, dass du auch manchmal tendierst, dann lieber aus einer Situation rauszugehen, dich mal kurz aufregst und dann ist aber auch schon wieder irgendwie vergessen. Ja, was bei Vata-Menschen oftmals vorkommt, dass sie Angst haben, einsam zu sein. Und auch manchmal, da darfst du dich auch gerne mal überprüfen, aus welcher Intention heraus schenkst du anderen Menschen Liebe? Ist es, weil du Angst hast, einsam zu sein? Oder ist es, weil du wirklich Liebe geben möchtest und auch Liebe geben kannst? Sie haben auch Angst, ja, vor geschlossenen Räumen, haben Angst vor Dunkelheit. Und ja, so das Thema Angst und Unsicherheit ist schon präsent bei Vata-Menschen. Es fällt ihnen halt aber auch selbst schwer, stabil zu sein. Also Instabilität ist auch ein großes Thema für Vata-Menschen. Deswegen auch die Routinen. Sie haben auch oftmals einen schwachen Willen und das führt halt auch dazu, instabil zu sein, denn sie oftmals, sie nehmen sich Sachen vor oder starten ja dann auch neue Dinge, können die dann aber nicht durchziehen. Und das ist auch so ein bisschen dieser schwache Wille, der sie einfach begleitet. Und das ist auch manchmal gut zu wissen und sich nicht selbst dafür so sehr fertig zu machen, wenn du vielleicht auch das kennst, dass du Dinge nicht gut zu Ende bringen kannst, sondern es dir einfach leichter fällt, Dinge anzustoßen. Das auch zu sagen, okay, es ist so, wie es ist. Und das auch zu akzeptieren und sich nicht in Sachen reinzuzwingen, Sachen auf Biegen und Brechen durchziehen zu müssen, nur weil irgendjemand anderes das vielleicht dann auch schon wieder vorgibt, dass man die Dinge fertig machen muss. Genau. Es sind auf jeden Fall sehr gute Ideen. Zünder haben auch oftmals brillante Ideen. Und ja, dürfen halt an dieser Stabilität einfach arbeiten in sich. Und sie können halt auch nicht so gut planen und organisieren. Und dadurch haben sie auch oftmals, tendieren sie am meisten dazu, ökonomische Schwierigkeiten zu haben, weil sie wissen auch manchmal meistens selbst gar nicht so genau, wo das Geld hingeht. Aber es fließt einfach irgendwo hin. Also sie geben halt auch gerne Geld für so Banalitäten aus. Es ist noch nicht mal, dass sie jetzt sich irgendwelche teuren Sachen kaufen. Sind auch oftmals sehr großzügig, aber dann ist auf einmal das Geld einfach weg. Also sie haben es halt nicht so im Sparen. Es hat auch das Bewegungsprinzip. Alles ist in Bewegung. Das Geld ist auch in Bewegung. Sie haben auch kein Problem eigentlich damit, Geld zu verdienen, weil sie auch immer sehr kreativ sind und dann neue Wege finden. Aber das Geld zusammenzuhalten ist schon eine Schwierigkeit.
Ja, das Vata ist jetzt im körperlich gesehen halt auch für die ganzen Aktivitäten in unserem Körper verantwortlich, bringen alle Prozesse in Bewegung und regulieren auch sämtliche Aktivitäten in unserem Körper. Ja, vielleicht noch so ein kurzer Ausblick, welche Aktivitäten lieben Vata-Menschen besonders? Und zwar, das ist das Reisen. Immer so ein bisschen auf dem Sprung zu sein, Neues auszuprobieren und häufige Veränderungen. ja, sie lieben es, hier und da zu sein. Sie lieben es wirklich, unter Menschen zu sein, sich zu unterhalten. Man darf halt manchmal ein bisschen aufpassen bei Vata-Menschen. Sie reden auch viel. Sie neigen auch dazu, wirklich Dinge zu sagen, die sie nicht zu 100% wissen. Es kommt halt manchmal so ein bisschen schnell und überschießend raus. Da darf man dann schon vorsichtig sein, wenn man mit einem Vata-Menschen zu tun hat, das wirklich nochmal auf Wahrheit zu überprüfen und auch wirklich zu sehen, handelt der Mensch auch dementsprechend, wie er redet. Können halt schon auch gut reden, gut überzeugend sein und deswegen da immer gut aufzupassen. Du kannst halt Vata-Menschen auch einfach an ihrer Körper, an der Schnelligkeit ertappen, wie gesagt, an diesem Feingliedrigen. Genau. Aber auch hier Vorsicht, stecke niemanden zu schnell in eine Schublade. Schau wirklich immer genau hin und unterhalte dich auch mit den Menschen. Hör dir die Geschichte der Menschen an, hör dir an, was sie zu sagen haben und verurteile sie nicht. Das finde ich jetzt beim Ayurveda auch nochmal wichtig zu sagen, wenn ich jetzt über die Typen spreche. Stecke niemanden in eine Box, denn er kann auch heute so sein und morgen anders sein. Es kann sein, dass er gerade eine Störung hat in seinem System. Und da wirklich auch vorsichtig zu sein. Jetzt komme ich noch zu einem Thema, was besonders für Frauen interessant ist. Eigentlich ist so ein Vata-Übermaß auch der Hauptgrund für PMS. Das äußert sich bei Vata-Frauen so, dass sie starke Blähungen haben, Schmerzen im unteren Rücken und auch im Unterbauch, dass sie wirklich Krämpfe haben. Und Schmerzen in den Waden und Schlaflosigkeit. Da auch zu schauen, wenn du auch mit PMS ein Problem hast und gerade diese Symptome, kann es sein, dass dein Vata wirklich zu hoch ist. Und dann kannst du dir auch in in der Zeit vor deiner Menstruation wirklich aktiv Dinge einbauen, um dein Vata zu reduzieren. Zu den Punkten komme ich gleich zu sprechen, was du tun kannst konkret, um dein Vata runterzufahren, in Balance zu bringen. Jetzt möchte ich noch auf die Herausforderungen für Vata-Menschen zu sprechen kommen. Habe ich auch eben ja schon kurz angesprochen. Vata-Menschen fällt es wirklich extrem schwer, zur Ruhe zu kommen. Ist aber super wichtig für ihn, für einen Vata-Mensch. Vata-Menschen haben Probleme, Routinen zu kreieren. Ist aber wirklich super wichtig für Vata-Menschen, um gesund zu bleiben. Sie haben eine Herausforderung mit den kalten Jahreszeiten. Wichtig ist hier wirklich, sich immer warm anzuziehen und warme Speisen zu sich zu nehmen. Denn im Ayurveda wirken immer die Gegensätze. Das heißt, wenn es kalt ist, nimm was Warmes zu dir. Wenn es warm ist, nimm was Kaltes zu dir, um das in Balance zu bringen. Vata-Menschen dürfen auch aufpassen bei dem Konsum von Alkohol, Drogen, Koffein und laute Geräusche. Das bringt sie nämlich extrem schnell aus dem Gleichgewicht. Das heißt auch nicht, das heißt niemals, dass du die Dinge nicht machen solltest, sondern einfach, dass du achtsam bist, tun sie dir gut. Es kann sein, dass du mal besser mit ihnen umgehen kannst und es kann sein, dass es mal schwieriger für dich ist. Jetzt möchte ich auch noch zeigen, wie sich eine Vata-Störung bei dir körperlich manifestieren kann. Und zwar, wenn du es kennst, vielleicht Verstopfung zu haben, Blähungen. Das sind typische Vata-Symptome, aber auch Schwächezustände, denn sie neigen halt dazu, sich zu verausgaben, ihre Energie nicht ganz so zu steuern und zu bündeln und sind dann auf einmal von einem auf den anderen Moment total ausgebrannt und es geht gar nichts mehr. Vata hat auch oftmals Schmerzen im unteren Rücken oder im Ischias. Sie haben oftmals Arthritis, leiden an Schlaflosigkeit. Lungenentzündung, übermäßig trockene Haut, auch generell Hautprobleme, Nervenstörungen, Tics,
Zuckungen oder geistige Verwirrungen können auch Vata-Symptome sein. Außerdem heftiges Herzklopfen, Kurzatmigkeit und Muskelanspannung. Jetzt komme ich noch zu den emotionalen Symptomen von der Vata-Konstitution, und zwar, das ist oftmals Angst, Unsicherheit, ein rastloser Geist und die Hyperaktivität. Ja, jetzt bevor ich dir gleich Tipps gebe, wie du dein Vata ausgleichen kannst, hier nochmal eine kurze Zusammenfassung. Ein ausgeglichenes Vata zeigt sich in einer energetischen, lebhaften Lebensweise. Sie sind scharfsinnig, haben eine brillante Auffassungsgabe und super gute neue Ideen. Also sie sind wirklich kreativ, Künstler und Freigeister. Unausgeglichenes Vata zeigt sich in Nervosität, ängstlich, unsicher, zerstreut und Vergesslichkeit. Auch das wirklich immer im Kopf zu haben, es gibt das Vata in Balance und unausgeglichen, und es ist auch nie zu sagen, die Konstitution, das Dosha ist besser wie das andere, das ist vollkommener Quatsch, denn wir haben eh alle drei Doshas in uns, da können wir gar nichts dagegen tun, und du bist auch nie davon befreit, eine Störung zu bekommen. Also, es ist kein Typ gut oder schlecht. Alle Typen haben ihre wundervollen, tollen Eigenschaften, und denk immer dran, du alleine bist nochmal einzigartig und du setzt dich aus diesen drei tollen Eigenschaften zusammen. Ja, jetzt möchte ich dir Tipps geben, für deine Vata-Balance zu finden. Schau wirklich, dass du immer warm bist. Gerade wenn es kälter wird, zieh dir wirklich genügend an. Meide auch extrem kalte Temperaturen. Versuche dir wirklich Ruhezeiten zu gönnen, zu meditieren, Yoga, so ein bisschen deinen Ausgleich zu finden, um wirklich aktiv zur Ruhe zu kommen. Versuche dir Routinen in deinen Alltag einzubauen. Versuche dir auch regelmäßige Essenszeiten einzubauen, denn als Vata-Mensch tendierst du dazu, Essen zu vergessen. Und das bringt dich auch aus dem Gleichgewicht. Auch Vata, jetzt auch direkt eine Essensempfehlung. Vata-Menschen wird es wirklich empfohlen, warm zu essen. Auch immer warm zu essen, einfach zur Erdung, um dich mehr zu nähren und auch ruhig schwereres Essen zu dir zu nehmen. Oftmals lieben Vata-Menschen es, Salat zu essen, aber Salat macht dich noch luftiger oder rohes Gemüse. Roh ist auch nicht so gut. Meide Rohkost, meide kaltes Essen. Denn du brauchst wirklich Sachen, die dich nähren, die deinen Körper und deinen Geist nähren und dich erden. Und du brauchst dir auch gar keine Gedanken machen über Zunehmen. Ich glaube, das machen Vata-Menschen auch oftmals gar nicht so instinktiv. Sie bevorzugen einfach den Salat, weil sie es gerne mögen, es sie schön leicht hält, sie dann noch leichter durch die Gegend springen können. Aber da auch mal zu schauen, du brauchst wirklich diese Pausen auch und deine Balance. Esse warme Nahrungsmittel und wirklich Gewürze. Finde deinen Rhythmus auch des Tages. Sei nicht zu starr mit dir, weil das könnte dich dann schon wieder einengen. Aber versuch dir gewisse Punkte an deinem Tag zu setzen, die du ein bisschen routiniert machst. Genau, ansonsten tun dir auch wirklich Dampfbäder gut, Luftbefeuchter und ja, auch wirklich dir auch zu erlauben, deine Kreativität zu leben. Und ja, das ist halt auch bei Vata-Menschen oftmals dazu kommen, sind auch manchmal so super gut gelaunt, dann wieder super schlecht gelaunt, und dass das auch okay ist, dass alles durch dich fließen darf und dass du aber auch so wirklich deine Freigeistenergie wunderbar entfalten kannst. Ja, das waren jetzt so erstmal so meine Tipps, um deinen Vata auszugleichen. Ein Tipp noch aus Massages Sicht: tun den Vata-Menschen auch wirklich Ölmassagen sehr gut. Also Ayurveda-Massagen mit viel Öl, dann mit einer langsamen Berührung, kann wirklich das System von Vata-Menschen unglaublich beruhigen, sehr viel in dir bewirken. Genau, wirklich dieses Öl, weil auch diese Trockenheit. Gegen die Trockenheit was zu tun. Trockenheit ist wirklich ein Thema für Vata. Genügend zu trinken.
ist super, super wichtig. Ja, so, das waren jetzt so meine Tipps, um dein Vata auszugleichen. Und ich freue mich, wenn du mir in den Kommentaren mal schreibst, wie viel Vata du so in dir trägst und ja, vielleicht auch, was dir gut tut als Vata-Mensch. Vielleicht hast du auch noch Tipps zum Vata-Ausgleich. Da würde ich mich wirklich über einen Austausch sehr freuen. Ja, ich freue mich auch, wenn dir das Video gefallen hat und du meinen Kanal abonnierst, mir einen Daumen hoch gibst und mir auch sehr gerne schreibst. Du findest mich auch auf Instagram. Freue mich auch, wenn du mich da kontaktierst und mir schreibst. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Schön, dass es dich gibt. Namaste.